إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Heute werden wir inshallah eine Wiederholung machen von Frage 174 bis 196. Und deswegen schreibt ihr wichtige Notizen, was eigentlich alles in den Test kommen könnte von Fragen. Und die 174. Frage war über den Sihr. Was ist Urteil von Sihr? Was ist Urteil von Sahir? Was ist Urteil von Sihr, die Magie, und was ist Urteil von Sahir, der Magier? Als allererstes hat hier der Verfasser, und das wollten wir aufschreiben, Sihr, sagt er, das gibt es wirklich. Das heißt, das ist nicht eine Fantasie, dass man sagt, sowas gibt es nicht, sondern das gibt es wirklich. Und deswegen unterscheidet man in der Religion, was zu Aberglaube gehört, das heißt etwas, woran man nicht glauben dürfte, weil das nicht wirklich existiert, und was wirklich gibt, wie zum Beispiel Sihr, ist kein Aberglaube. Ein ist kein Aberglaube. Das gibt es wirklich. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn wir sagen, das gibt es wirklich, was passiert mit Sihr, oder was hat das für Wirkung? Was wirkt das aus? Was macht das aus, dieses Sihr? Das heißt, das kann sozusagen zu Schaden kommen, was den Körper angeht, Schaden, was das Herz angeht, das kann kränken, das kann töten, das kann zwischen sozusagen Paare trennen und sonstige Wirkungen, was bei Sihr als Wirkung sein könnte. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, der Sihr, gibt es Arten von Sihr? Gibt es Arten von Sihr? Das heißt, Sihr ist alles, was nicht der Wahrheit entspricht und täuscht und lässt dich etwas erkennen, was nicht wirklich ist. Das ist der Sihr. Und dazu gehört Sihr, was mit Unterstützung von Shayatin ist, von den Teufeln, von den Djinn. Das heißt, man macht eine Leistung für den Djinn, man macht etwas, was die Djinn von einem verlangen, so machen sie sozusagen als Gegenleistung die Auswirkung von Sihr auf die Person, die sie auswählen, und so weiter. Und gibt es Sihr, was nicht mit Shayatin zu tun hat, sondern es hat mit der Täuschung zu tun, wie man die Augen der Menschen täuscht. Das benutzen auch heutzutage diese Magier bei Shows, die man sagt, die machen was Außergewöhnliches, aber dabei machen sie Trickse, was die Leute nicht sehen, entweder hinter Kameras oder mit Schnelligkeit oder mit sonstigen Sachen, wo es eigentlich nicht Anwendung von Shayatin gibt. Und dann gibt es auch Arten von Sihr, was mit Mittel gemacht wird, was man als Mittel benutzt, wie bestimmte Chemikalien oder so weiter, was dann etwas bewirkt, was einen täuscht. Und all das sind Arten von Sihr. Und deswegen, der Urteil von Sihr ist dementsprechend, kann Kufr sein, kann verboten sein, also kann Haram sein, kann Kufr sein, je nachdem, welche Art von Sihr man macht. Dann die wichtigste Sache, was hier der Verfasser auch bei der Antwort gegeben hat: Der Sihr passiert nur mit Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Damit wir immer wissen, alles, was auf dieser Erde passiert, das ist nur durch Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala.
Die 175. Frage: Was ist die Bestrafung von Sahir, also von einem Magier, der wird, wenn es ein islamisches Land oder ein islamisches Gericht gibt, wird er hingerichtet. Wird er hingerichtet. Nur die Unterscheidung von den Gelehrten, warum der hingerichtet wird, ist es wegen seinem Kufr oder ist es wegen seinem Schaden? Oder wird er immer hingerichtet oder sozusagen in manchen Fällen wird er nicht hingerichtet? Einige Gelehrten wie der Schafi'i hat hier unterschieden. Wenn sein Sihr, was er macht, die Stufe des Kufr erreicht hat, dann wird er dafür hingerichtet, wie einer, der abtrünnig ist. Und wer, wessen Sihr nicht die Stufe des Kufrs erreicht hat, das heißt, er hat vielleicht getäuscht, er hat irgendwelche Tricks angewandt, dann wird er dafür nicht hingerichtet. Ja? Und es gibt auch natürlich, sozusagen nach islamischem Recht, oder islamische, wenn es ein islamisches Gericht gibt, gibt es die Vergeltung für jemanden, der tötet. Wenn sein Sihr jemand getötet hat, dann gibt es ja dafür die Vergeltung. Die andere Sache, weil was die Muslime, sozusagen was für die Muslime wichtig ist in seiner Aqida und sein Verhalten, was er tagtäglich macht, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass oder nicht jeder hat damit zu tun, dass er selber ein Magier ist. Ja? Aber womit viele Muslime zu tun haben, ist das Hingehen zu einem Magier. Das Hingehen zu einem Magier, was hat das für ein Urteil? Der Prophet Muhammad hat gesagt, es gehört nicht zu uns, wer den Sihr macht oder für ihn Sihr gemacht wird. Gehört nicht zu uns, wer den Sihr macht oder für ihn den Sihr gemacht wird. Und von Ibn Mas'ud überliefert, wer zu einem Sahir geht oder zu einem Wahrsager und ihn fragt und daran glaubt, an das, was er sagt, dann hat er den Kufr gemacht gegenüber das, was zu Muhammad herabgesandt worden ist. Ja? Deswegen sollte man genauso gewarnt sein, dass man zu einem Sahir geht, zu einem Magier geht, dass man von ihm etwas verlangt, dass er das macht, genauso wie der Magier selber, dass er sozusagen den Sihr macht, wo er Kufr macht und so weiter mit den Shayatin macht. Aber beide haben nicht den gleichen Urteil, aber beides ist natürlich verboten. Der Sahir, der mit Shayatin zusammenarbeitet, der ist definitiv Kafir, weil er sie zu was? Zu Nahestehenden nimmt, zu Awliya. Und der bekommt erst die Leistung, wenn er deutlichen Kufr macht, was er mit Koran, was er mit Verschmutzung von Koran und so weiter macht, was eigentlich zu deutlichen Kufr gehört. Derjenige, der zu dem Sahir geht, der macht eine verbotene Sache und große Sünde. Und der ist in gefährlichen Glauben. Danach die Frage, ein Nushra, was ist der Urteil von Nushra? Und das hat damit zu tun mit dem Sihr, weil wenn man jemanden sieht, der besessen ist, der Sihr hat, will man ja ihn befreien von dieser Sache. Und Nushra ist, dass man den, sozusagen diese Magie und den Sihr von einer Person wegmacht. Ja? Und das hat bestimmte Methoden. Deswegen, wenn man sagt, ein Nushra bedeutet den Sihr wegmachen, dann fragt man sich, wie. Ja? Deswegen kann man nicht jetzt ein allgemeines Urteil für den Nushra geben und sagen, Nushra ist immer haram und Nushra ist immer halal. Sondern man guckt auf die Methode. Deswegen sagen hier die Gelehrten, wenn dieses Sihr weggemacht wird durch einen anderen Sihr, man nimmt den Sihr als Mittel, um Sihr wegzumachen von jemandem, dann gehört das zu den Taten von dem Shaitan. Das ist auf jeden Fall verboten. Aber wenn das weggemacht wird durch Ruqya, durch Koran rezitieren, durch Dua zu machen, dann ist das eine legitime Sache und ist nicht verboten. Deswegen wurde der Prophet Muhammad gefragt über An-Nushra allgemein, das heißt das
Beseitigen von Sihr, dann sagt er, das gehört zu Taten von Shaitan. Tat von Shaitan. Und damit ist was gemeint? Damit ist gemeint, dass man das mit einem gleichen Sihr wegmacht. Den Sihr mit gleichen Sihr wegmacht, das ist Tat von Shaitan. Und was der Ruqya angeht, das heißt, mit Ruqya kann man auch den Sihr beseitigen, da wurde überliefert, von einem von Sahaba hatte gesagt, wir haben in der Jahiliyyah, das heißt vor dem Islam, bevor Islam gekommen ist, haben wir Ruqya gemacht. Haben wir Ruqya gemacht, das heißt Dua und Anbetung zu Allah, damit dieser Sihr weggeht. Dann haben die gesagt, o Gesandter Allahs, wie siehst du das? Das heißt, das, was wir früher gemacht haben, darf man das ja immer noch machen. Dann sagt der Prophet, repräsentiert mir eure Ruqya. Also das heißt, was ihr in der Jahiliyyah gemacht habt, was habt ihr für Dua gemacht, ja, was habt ihr für Formulierungen gehabt. Sagt er, la ba'sa bil ruqya. Es ist nicht verboten oder es ist legitim oder ist kein Problem, Ruqya zu machen, solange es kein Schirk ist. Solange es kein Schirk ist. Das heißt, dass man den Sihr beseitigt mit Ruqya, das ist etwas, was legitim ist und die Ruqya an sich darf nicht Sihr beinhalten. Und deswegen hat man die Ruqya zu zwei Arten unterteilt. Das kommt ja in der Frage 177. Was ist die erlaubte Ruqya? Es gibt die erlaubte Ruqya und die verbotene Ruqya. Die erlaubte Ruqya hat drei Bedingungen. Die erlaubte Ruqya hat drei Bedingungen. Die erste Bedingung, dass das nur durch Koran und was authentisch überliefert worden ist von der Sunna. Das ist eine Ruqya. Was durch Koran oder durch das, was authentisch überliefert ist von den Sunna, das heißt mit dem Dua. Dua, was der Prophet uns gegeben hat. Die zweite Bedingung, dass das mit der arabischen Sprache abläuft. Oder wie Al-Hafidh Ibn Hajar genannt hat, oder mit der Sprache, die man versteht, die eine Bedeutung hat. Was wollten die Gelehrten ausschließen? Dass man nicht Ruqya macht mit etwas, was man nicht versteht. Weil das machen wer? Die Zauberer, die machen Formulierungen, die keine Sprache ist. Ja? Aber in Wirklichkeit ist das eine Ansprache von Jinn oder Dua für Jinn oder Shirk, die man macht. Und da die Leute die Sprache nicht kennen oder diese Formulierung nicht kennen, dann wissen sie nicht, was das ist. Deswegen haben die Gelehrten das ausgeschlossen. Du darfst nicht Ruqya machen mit etwas, was man nicht weiß, was das bedeutet. Ja? Und das findet man. Man findet so Büchsteine und Bücher über Formulierungen, die beinhalten Sihr-Formulierungen. Ja? Deswegen haben die Gelehrten gesagt, was ausschließlich eine arabische Sprache ist, weil Koran und Sunna auf Arabisch und da sind die Formulierungen deutlich. Oder wenn jemand jetzt eine andere Sprache hat und macht Dua mit der Sprache, die er versteht, ein Dua, oh Allah, mach das weg oder sonstiges, was eigentlich Bedeutung hat, dann ist das auch kein Problem. Die dritte Bedingung, das hat was mit der Aqida von denjenigen, der die Ruqya macht und für denjenigen, der die Ruqya bekommt. Dass beide glauben, dass die Ruqya ist nur ein Mittel. Und der wirklich, der heilt, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das muss der Glaube sein. Von denjenigen, der Ruqya macht und von denjenigen, der die Ruqya bekommt. Mit diesen drei Bedingungen ist es legitim, Ruqya zu machen. Das ist die erlaubte Ruqya. Und als Ergänzung, damit man weiß, was gehört zu Ruqya, was überliefert worden ist. Zum einen Surat al-Fatiha. Schreibt das auf, weil das kann im Test kommen. Ja? Ich bringe euch eine Antwort. Irgendeine Sura, die es nicht erwähnt worden ist. Sehr unterscheidend von denen, die erwähnt worden sind. Ja? Al-Fatiha, Al-Baqara, Ayat al-Kursi, Al-Mu'awidat, das heißt, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi falaq, Qul a'udhu bin nas. Das wurde überliefert, dass das Ruqya ist. Dann die Formulierung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Adhib al-Bas, Rabb al-Nas, Ishfi anta al-Shafi, La shifa'a illa shifa'uk, Shifa'an la yugadiru saqama,
Das ist eine Formulierung, gehört zur Ruqya. Oder Bismillahi arqik min kulli sharrin, min kulli shay'in yu'dhik, min sharri kulli nafsin, aw aynin hasid, Allahu yashfik, Bismillahi arqik. Das ist eine Überlieferung, das ist eine authentische Ruqya. Bismillahi turbatu ardina, biriqati ba'dina, liyushfa saqimuna bi'idni rabbina. Und das kann man benutzen für sogar, wenn man eine körperliche Krankheit hat, kann man auch damit sagen, Ruqya machen. Und auch zu den Vorkehrungen, damit man nicht betroffen wird von Jinn und so weiter, ist auch Mittel, was der Professor uns gegeben hat, wie zum Beispiel, dass man morgens 7 Datteln von Medina, Ajwa von Medina, am frühen Morgen oder am Morgen, bevor man was isst, das heißt mit nüchternem Magen, 7 Datteln von Medina-Datteln zu essen. Sagt der Prophet, wer am Morgen 7 Datteln von Medina-Datteln, die Ajwa-Datteln sozusagen zu sich nimmt, dann wird ihm an dem Tag kein Sihr und kein Gift was ausmachen. Und auch die Formulierung U'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, das hat der Prophet zu Hassan und Hussein gesagt. Und auch A'udhu bi kalimatillahi tammat التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق يطرق بخير إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. Das auch überliefert. Und auch die Adhkar von morgens und abends, die helfen. Und was man sagt, wenn man ein Haus betritt oder wenn man aus dem Haus rausgeht und sonstige Dua, die man von der Sunna kennt. Jetzt kommen wir zur 178. Frage. Was sind die verbotenen Ruqya? Die verbotenen Ruqya, erstens, was Schirk beinhaltet. Oder zweitens, was eine verbotene Handlung beinhaltet, was im Koran und Sunna verboten ist. Als Beispiel, dass derjenige, der Ruqya macht, eine Frau berührt. Auch wenn er nach Koran, auch wenn er nach der Sunna, auch wenn er alle drei Bedingungen erfüllt hat, was eigentlich eine erlaubte Ruqya wäre, ja, aber wenn er was Verbotenes im Koran und Sunna macht, ist es keine erlaubte Ruqya. Und da siehst du, was für Katastrophen gekommen sind. Der Mann hält sich für ein Waqi und dabei wird er zu einem Fasiq wal iyadhu billah. So eine Frevler, der alles Mögliche machen könnte. Wenn er allein mit der Frau ist oder die Frau berührt oder sonstige verbotene Sachen macht, dann ist das keine erlaubte Ruqya. Und auch, auch ein anderes Merkmal für die verbotene Ruqya, was nicht mit arabischer Sprache wäre und nicht mit einer bekannten Sprache wäre. Also wenn es nicht irgendein Dua, der zu verstehen ist, der richtig von Inhalt ist, dann ist es verboten. Und das Letzte, was auch durch eine falsche Aqida passiert, ist eine verbotene Ruqya. Wenn jemand glaubt, dass die Ruqya an sich hilft, ohne dass man sagt, das ist ein Mittel und eigentlich derjenige, der helfen könnte, ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dann 179. Frage, was man hängt. Was man hängt, sei es Fäden oder Tamaim, so Steine oder Muscheln oder sonstigen, mit der Aberglaube, dass sie schützen oder dass sie ein Mittel sind zum Schutz. Und da entnehmen wir daraus, also aus dieser Frage, dass all diese Sachen, wenn man sie trägt, sei es zum Beispiel so eine Schnur, die man um sich herum bindet,
oder ein Stein, den man trägt oder an die Wand hängt oder so weiter. All diese Sachen gehören zu den kleinen Schirk. Das gehört zu der Kategorie, zu der kleinen Schirk. Genauso wie das Schwören auf jemanden anderen außer Allah gehört zu den kleinen Schirk. Könnte es zu großen Schirk werden, wenn man glaubt, dass sie an sich nutzen. Wenn man glaubt, die sind Mittel, dass Allah jemanden schützt, obwohl sie nicht Mittel sind, die Allah gemacht hat, dann ist das eine Aberglaube und das gehört das zu einem kleinen Schirk. Aber wenn man glaubt, ein Stein an sich kann nutzen, dann ist das ein großer Schirk, weil er hat ihn Allah gleich gemacht. Die Frage 180, was ist der Urteil von das Hängen von Koran? Das Hängen von Koran, gibt es geteilte Meinung unter den Sahaba und auch die Gelehrten. Wurde überliefert, dass eine Gelehrten gesagt hat, das ist erlaubt, und wurde überliefert von einigen Gefährten und Gelehrten, dass es verboten ist. Und die stärkere Meinung ist, dass das Hängen von etwas vom Koran verboten ist, weil der Prophet Muhammad allgemein verboten hat, etwas zu hängen. Es beinhaltet den Koran und nicht Koran. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, weil es nichts vom Prophet Muhammad überliefert worden ist, dass man sowas hängen kann. Das heißt, wir haben keine Handlung und keine Aussagen vom Prophet Muhammad, die das legitimiert. Dann der dritte Grund, warum das verboten ist, und das ist ein sehr wichtiger Grund, damit man die Tür zumacht, die zum Schirk führt. Dass man etwas hängt, ja, vom Koran mit der Begründung, das schützt dir, das kann dir schützen, ja, das kann dazu führen, dass die Leute andere Sachen hängen mit der gleichen Begründung. Und auch, wenn man die Leute sieht, die hängen etwas, sozusagen, das, was dir sichtbar ist, du weißt nicht, was sie hängen. Wenn man erlaubt, Koran zu hängen, dann kann es sich verbreiten, dass die anderen, das andere, was nicht Koran ist, was ein Stein oder was eine falsche Formulierung oder sonstiges ist, was man heutzutage Hijab nennt. Hijab ist sozusagen irgendwie verschlossen. Du weißt nicht, was da drin ist. Ja? Da kann jeder etwas hängen mit der gleichen Begründung. Und damit das nicht dazu führt, dass der Schirk sich verbreitet und jeder was hängt, was nicht zu Koran gehört, haben die Gelehrten gesagt, diese Tür zu schließen, ist sehr wichtig, damit sich nicht der Schirk verbreitet, weil wenn sich diese Tür öffnet, kann keiner mehr sagen, das ist verboten, das was du machst. Warum? Weil er weiß ja nicht, ob das Koran ist oder was nicht Koran ist. Aber wenn man von Anfang an verbietet, das etwas zu hängen, sei es Koran oder nicht Koran, dann hat man sozusagen die Tür von Schirk definitiv geschlossen. Und die letzte Begründung, weil das, was man hängt, natürlich diejenigen, die das hängen, die hängen das nicht nur bei sich, die hängen das auch bei ihren Kindern und auch selber. Man kann ja nicht sozusagen die ganze Zeit sozusagen im Bewusstsein, was man jetzt macht. Es kann ja sein, jemand geht auf Toilette. Ja? Dann nimmt man mit sich Koran auf Toilette. Oder man hängt das an ein Kind. Das Kind verdreckt das. Ja? Da haben die gesagt, damit der Koran auch geschützt wird, dass er nicht geschändet wird, sollte man auch nicht hängen. All diese Begründungen sind die Tendenz, warum man das nicht auch aus dem Koran macht. Dann 128. Frage, was ist der Urteil von den Wahrsagern? Und der Verfasser sagt, die Wahrsager gehören zu den Tawarit. Wahrsager gehören zu den Tawarit, weil die Definition von einem Tawarit ist, alles, was sein Maß überschritten hat, sei es in der Anbetung oder in Befolgung oder in der Gehorsamkeit.
Und die Tawarit, die haben ihre, diese Kohan, also diese Wahrsager, die haben ihre Maß überschritten in das, was sie von sich geben. Und jemand, der ein Wahrsager ist, der sagt, was in Zukunft ist. Und das ist das Wissen von Ghaib, das verborgene Wissen. Und Allah subhanahu sagt im Koran, sagt, keiner weiß das Verborgene außer Allah in dem Himmel und Erde. Keiner weiß das Verborgene außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und somit haben diejenigen, die behaupten, wir wissen die Zukunft, wir wissen, was in Zukunft kommt, haben sie sich als Konkurrenten mit Allah gemacht und haben eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala nur zusteht, haben sie sich beschrieben, dass sie diese Eigenschaft haben, was nur Allah hat. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten, sag, und der Prophet, wer ist der Prophet? Der Prophet bekommt Offenbarung und zu dieser Offenbarung gehört viele Sachen, was im Verborgenen ist. Und selbst der Prophet, der Offenbarung bekommt und der vieles verkündet hat, was wirklich vom Verborgenen ist, was wahrhaftig ist und was kommen wird, ja, sagt Allah subhanahu zu ihm, sagt, ich kenne nicht das Verborgene. Das heißt, es gibt ein Mittel, was der Prophet hat, was andere nicht haben, und zwar die Offenbarung. Wenn Allah ihnen etwas offenbart, was von Zukunft ist, das bedeutet nicht, dass der Prophet die Zukunft kennt und dass er nicht das Wissen vom Verborgenen hat. Ja? Deswegen die Behauptung, dass man das verborgene Wissen hat, ist eine Übertretung von der Grenze, die einem Menschen ist. Deswegen, ein Wahrsager ist derjenige, der über das, was in Zukunft vom Verborgenen ist, berichtet. Und zu den Wahrsagern gehört derjenige, der das berichtet, oder derjenige, der Mittel nimmt und sagt, zum Beispiel durch auf Sand Striche zu machen und so weiter, haben also einige Mittel, wie sie dann über Zukunft reden. Ja? Und es gibt auch so die Leute, die zum Beispiel in den Kaffeetassen, kennt ihr diese Mokka? Trinkt ihr Mokka? Ja? Dann am Ende bleiben so eine, bei türkischem Kaffee bleibt so eine dicke Schicht. Ja? Da kommen diese schwachen Köpfe, drehen das so, spielen damit, ja? Und dann bildet sich viele Sachen, so was man sehen kann. Und dann kommt der Wahrsager und sagt, hier ist ein Weg für dich, hast eine schöne Zukunft. Und das ist alles was? Mokka, Kaffee. Ja? Aber erzählt ihn. Ja? Und das gehört auch so. Jemand, der behauptet, dass er über Zukunft weiß. Ja? Genauso auch wie diese, wie nennt man das, diese Horoskop. Ja, das gehört auch zu, das Reden über verborgene Sachen. Und was ist der Urteil von einem Wahrsager? Gibt es auch unterschiedliche Wahrsager oder unterschiedliche Leute, die von das Verborgene erzählen. Wenn jemand ein Wahrsager ist, der mit den Schayatin zusammenarbeitet, ja, der sich den Schaitan zu Nahestehenden genommen hat, genauso wie der Kafir, wie der Sahir das macht, dann ist das definitiv ein Kafir. Weil die Schayatin nehmen sich nur Nahestehende aus einem Kafir. Wobei Allah subhanahu wa ta'ala ihm im Koran Tawud genannt hat. Ja, yuriduna an yatahakamu ila Tawud. Sie wollen sozusagen richten lassen von Tawud. Und diese Vers ist herabgesandt worden zu Leuten, die wollten zu einem Wahrsager gehen und sozusagen von ihm den Richtsurteil nehmen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn Tawud genannt. Und es gibt eine zweite Art von Wahrsagern. Das sind diejenigen, die Lügner sind, die tricksen. Ja, sie behaupten etwas, was nicht eine Wahrheit hat.
und sie haben auch keine Verbindung mit Shayatin. Und sie erzählen und sagen etwas einfach aus ihrem Kopf. Wie zum Beispiel diese schwachen Köpfe, die jetzt diese Tasse Kaffee nehmen und sagen, hier sehe ich was für dich und guck mal, du kannst auch selber sehen und so weiter. Die erzählen gelogene Sachen. Ja, sie wissen weder von Zukunft noch, aber sie wollen sich amüsieren und so weiter. Sagen Gelehrten, solche Leute sind irregeleitete Leute. Und sie verdienen es, dass man sie eine Strafe gibt, die sie korrigiert. Und sagen Gelehrte, aber wir urteilen nicht über sie, dass sie Kuffar sind, solange sie das nicht als erlaubt erklären. Und dann eine wichtige Sache, was man aus dieser Frage entnimmt, wenn man über Sachen redet, die in Zukunft kommen, aber das kommt durch Rechnen, Berechnen von etwas, dann gehört das nicht zu Wahrsagerei. Wie zum Beispiel die Bewegung von dem Mond oder Bewegung von den Wolken, dass es regnen wird mit der Wahrscheinlichkeit, was man das rechnet und so weiter. Das gehört nicht zu Wahrsagerei. Das gehört nicht zu Wahrsagerei, aber da sagt man immer, Allah weiß es am besten, so gerechnet ist so und so und so weiter. Ja? Und das ist eine Wissenschaft an sich, wie man zu diesen Ergebnissen kommt. Das ist der Urteil von dem Wahrsager selber. 182. Frage, was ist der Urteil von denjenigen, der zu einem Wahrsager kommt? Das hat zwei Urteile. Wer glaubt, dass ein Wahrsager das Verborgene weiß, der verleugnet im Koran, was Allah SWT gesagt hat, dass keiner das Verborgene weiß, außer Allah SWT. Wenn er das aus Überzeugung macht und glaubt, dass einer außer Allah SWT das Verborgene kennt, dann hat er einen großen Kufr gemacht. Wer das nicht glaubt und geht zu einem Wahrsager, dann gehört das nicht zu dem großen Kufr, sondern zu den kleinen Kufr. Zu den kleinen Kufr. Der Beweis, dass es zum kleinen Kufr gehört, wer zu einem Wahrsager kommt und ihn fragt und ihn bestätigt, sagt der Prophet, in einer Überlieferung, der hat Kufr gemacht, in der anderen Überlieferung hat auch die Art von Kufr erklärt, und zwar wird von ihm 40 Tage das Gebet nicht angenommen. Und wenn 40 Tage das Gebet nicht angenommen wird, beinhaltet es der Urteil, dass er immer noch Muslim ist. Weil ein Kafir wird von ihm gar kein Gebet angenommen. So, die 183. Frage. Lies mal, wie hat man das übersetzt? Wie lautet das Urteil über Astrologie? Astrologie. Was ist der Urteil von Astrologie? Hier sollten wir wissen, Astrologie hat was mit den Sternen zu tun. Ja, dass man die Handlung auf dieser Erde mit der Handlung von den Sternen verbindet. Das heißt, wenn diese Sterne so kommt oder hoch kommt oder so weiter, dann wird das und das auf dieser Erde passieren. Wenn man das so verbindet, das nennt man Astrologie. Und Astrologie ist eine Art von Magie oder gehört zu der Magie. Und es ist verboten, Astrologie zu lernen, genauso wie es verboten ist, Zauberei zu lernen. Und die Wissenschaft mit Sternen zu tun hat, gibt es die verbotene Wissenschaft und die erlaubte Wissenschaft. Die verbotene Wissenschaft ist die Astrologie, weil man verbindet die Handlung von den Sternen mit den Handlungen von der Erde. Und die Handlung von den Sternen haben nicht mit der Erde zu tun, sondern Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der lenkt und alles macht.
Und die Sterne sind selber von Allah subhanahu wa ta'ala geführt, selber von Allah subhanahu wa ta'ala zur Verfügung gestellt und haben keine Auswirkung auf diese Erde. Und sie haben auch kein Wille. Die Sterne haben nichts, was sie bewirken können auf diese Erde. Sondern das ist alles von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein falscher Glaube. Die zweite Art, was von Wissenschaft von Sterne, was zu Wissenschaft von Sternen gehört, ist, nennt man Ilm al-Tasyir. Das heißt, dass man durch die Stellung von den Sternen rausbekommt, zum Beispiel die Richtungen, wo Norden ist, wo Süden ist. Und das ist eine Wissenschaft, das kennen viele Beduiten oder viele Leute, die sozusagen in Orten sind, wo sie zum Beispiel in Sahara sind und so weiter. Und das sind so große Orte, wo man eine Orientierung braucht. Oder diejenigen, die im Meer sind, also diese Schiffe, die im Meer sind, die tagelang im Meer sind, brauchen diese Wissenschaft, um zu erkennen, wie man die Richtung, die richtige Richtung rausbekommt. Und da hat man Orientierung, wo die Sterne sind und diese Sterngruppen und so weiter und so fort. Das alles ist eine erlaubte Wissenschaft. Weil zum einen widerspricht das nicht dem Glaube und zum anderen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns berichtet, wofür Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sterne zur Verfügung gestellt hat, damit wir Orientierung haben. Das heißt, diese Wissenschaft zu lernen ist eine legitime und ist auch der Grund, wofür Allah subhanahu wa ta'ala die Sterne erschaffen hat. Und das ist erlaubt. Und dadurch erkennt man die, zum einen erkennt man die Orte, Orientierung vor Orte, oder die Zeiten. Die Zeiten. Da kann man auch die Zeiten dadurch erkennen. Dann, 184. Frage, kannst du auch die Übersetzung? Wie lautet das Urteil über die Bitte um Regen mit Hilfe des Mondzyklus? Genau. Hier, dass man erbittet um Regen und dass man daran glaubt, dass sie selber diese Sterne oder diese Kawakib selber einen Einfluss haben auf Regenfall, dass Regen fällt. Und das natürlich ist, wie der Prophet Muhammad gesagt hat, in dem Hadith, wer gesagt hat, Mutirna binaui kada wa kada, also wir haben den Regen bekommen durch diesen Stern, der ist Kafir, hat also Kufr an mich gemacht und hat an die Sterne geglaubt. Und das ist sozusagen zu unterteilen in zwei Arten von Kufr. Der große Kufr, wenn man glaubt, diese Sterne an sich bringen den Regen mit. Und wenn man das nicht glaubt, dass sie an sich den Regen runterbringen, sondern dass sie sozusagen Grund sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Regen fällt, dann ist das sozusagen eine falsche Benehmen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und ist aber nicht der große Kufr. Dann At-Tiyara. 185. Frage. At-Tiyara. Was bedeutet At-Tiyara? At-Tiyara ist sozusagen das, was ein Aberglaube ist, ja, oder schlechtes Omen, sagt man, schlechtes Omen. Und hier sollte man sich merken für den Test, das ist sozusagen, wenn man das erklären möchte, dass ein schlechtes Denken, der im Herzen stattfindet. Eine falsche Überzeugung, schlechtes Denken, der im Herzen stattfindet. Und die Tiyara ist, was daraus resultiert, aus diesem schlechten Denken im Herzen, eine schlechte Omen, falsches Denken, falsche Überzeugung, was daraus resultiert, dass man zum Beispiel eine Sache nicht macht oder dass man abhaut. Ja? Und hier sollte man wissen, dass das zu den Schirk gehört
also so einen kleinen Schritt gehört. Und der Prophet Muhammad hat darauf hingewiesen, wie man dieses schlechte Denken aus dem Herzen rausbringt. Ja? Und zwar, dass man sein Verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala verstärkt. Wenn man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dann geht dieses schlechte Denken weg aus dem Herzen. Aber wenn man ein falsches Denken hat, zum Beispiel hat schlechtes Omen von bestimmten Sachen, die gar keinen Einfluss haben. Man sieht eine schwarze Katze oder sieht einen Rabe und hat man schon ein schlechtes Denken. Es kann mir was passieren, es kann mir was Böses passieren. Ja? Bis heute gibt es Leute, die solche Aberglaube haben. Und früher, was haben die Leute in Jahiliyyah gemacht? Sie haben Vögel fliegen lassen. Dann haben sie geguckt, in welche Richtung sie gehen. Wenn sie in rechte Richtung gehen, also rechts gehen, dann haben sie ein gutes Gefühl gehabt und haben gesagt, okay, ich hatte vor, jetzt zu reisen, ich guck mal, was die Vögel machen. Sind die nach rechts gegangen? Dann hat er gesagt, okay, jetzt mache ich die Reise, ich bin jetzt sozusagen sicher. Sind sie nach links gegangen, sind sie zu Hause geblieben. Haben sie ein schlechtes Gefühl gehabt, da sie nach links gegangen sind, dann betrete ich nicht diese Reise. Was hat der Prophet Muhammad als Lösung gegeben? Und heutzutage kann das ja nicht sein mit Vögeln, aber kann es mit anderen Sachen sein. Irgendein schlechtes Omen. Ja, hat der Prophet gesagt, das macht man weg durch was? Durch Verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn dir irgendwie so ein komisches Gefühl kommt in den Herzen, das machst du weg und gehst deine Sache machen. Gehst deine Sache machen. Und da in dem Hadith ist auch erwähnt, was ihr jetzt lesen könnt oder was ihr in der Frage habt, dass Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht zur Rechenschaft ziehen für das, was in den Herzen gekommen ist. Wenn man das verdrängt mit dem Tawakkul, mit dem Verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber ich mache das trotzdem. Wenn er das trotzdem macht und sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht für das schlechte Gefühl zur Rechenschaft ziehen. Aber wenn er dadurch handelt, ich habe ein schlechtes Gefühl, das bedeutet, ich bestätige jetzt mein Aberglaube, dass ich zu Hause bleibe. Ja, dann ist das eine verbotene Sache und ist man in den kleinen Schirk geraten. Das Gegenteil von Tira heißt Fa'l. Das Gegenteil von Tira heißt Fa'l. Und Fa'l, das heißt, dass man ein gutes Gefühl hat, ist nicht verboten. Fa'l, dass man ein gutes Gefühl hat bei einer Sache, ist nicht verboten. Und deswegen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gute Gefühl bei manchen Situationen angewandt, wie zum Beispiel in der Situation von Sulh Hudaybiyah, ja, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Mushrikin verhandelt, also wo es einen Friedensvertrag geben sollte zwischen den Muslims und mit den Mushrikin. Dann gab es Verhandlungen und da haben die Leute von Quraysh mehrmals Leute geschickt zum Verhandeln. Ja? Und dann bei einem Mal haben die einen geschickt, der heißt Sahel. Sahel bedeutet auf arabischer Sprache einfach. Ja? Dann hat der Prophet Muhammad gesagt, ja, Allah wird euch das vereinfachen. Also Sahel ist es gekommen, hat jetzt ein gutes Gefühl, Allah wird uns das vereinfachen. Und dann hat er mit ihm verhandelt und hat er den Friedensvertrag gemacht. Ja? Deswegen, dieses Fa'l ist nicht verboten, solange man auch keine Aberglaube hat. Ja, das heißt, man hat sowieso vor, diese Sache zu machen und kommt sozusagen eine Sache, wo man ein gutes Gefühl hat. Nicht, dass er sich auf eine Sache verlässt, ja, mit einem gutes Gefühl, die gar keinen Hand und Fuß hat. Ja, zum Beispiel, was passiert bei, was zum Aberglauben gehört, was nicht zu Fa'al gehört, das ist auf gar keinen Fall
Fell, aber es verbreitet unsere Länder. Ja, kommt eine Vogel und kackt auf einen. Dann sagte, ich habe ein gutes Gefühl. Was hast du ein gutes Gefühl? Mir kommt Rizq. Also ich werde jetzt reich oder irgendwas. Das ist eine Aberglaube. Das ist kein Fell, das ist eine Aberglaube. Ja, das hat keine Hand und kein Fuß. Ja, du hast kein gutes Gefühl, du hast eine verschmutzte Kleidung. Die musst du nur sauber machen. Ja, aber hat keine Hand und keinen Fuß, deswegen gehört das nicht zu Fell. Die 186. Frage, Al-Ain. Also das neidische Auge. Der Prophet sagt, Al-Ainu Haqq. Al-Ainu Haqq. Was bedeutet das? Weil zu Aqidah ist wichtig zu unterscheiden, wie ich eben erwähnt habe, zu unterscheiden, was zu Aqidah gehört. Das heißt, ich kann daran glauben oder ich muss daran glauben. Und was zu Aberglaube gehört, ich darf nicht daran glauben. Ich darf nicht daran glauben. Deswegen die anderen Sachen, wo man nicht daran glauben darf, hat der Prophet gesagt, dass es Schirk ist oder es verboten ist oder sollte man nicht das glauben. Aber wenn der Prophet sagt, Al-Ainu Haqq, also dieses neidische Auge, das gibt es wirklich, das bedeutet, ich darf das nicht verleugnen. Ich darf nicht sagen, das gibt es nicht. Oder das passiert nicht. Oder es ist Einbildung und so weiter und so fort. Nein, ich muss das sagen, was der Prophet gesagt hat. Al-Ainu Haqq, das heißt, dass jemand durch ein Auge getroffen wird, gibt es tatsächlich. Und ist Haqq, ist wahr. Ist wahr. Sogar der Prophet Muhammad hat gesagt, die meisten von meiner Umma, die sterben, sind durch ein Ein, durch Auge. Ja, das heißt, die meisten Sterbensgründe von dieser Umma ist ein Auge. Jemand hat ihn mit einem Auge getroffen. Und dann passiert ihnen etwas. Ja, das ist tatsächlich. Eine andere Überlieferung sagt der Prophet, das Auge bringt einen, dass er sich selbst umbringt. Einen dazu, dass er sich selbst umbringt. Hat keinen Grund, auf einmal bringt er sich um. Und das kann ein Einfluss von Auge sein. Was erlaubt für jemand, der von Augen betroffen ist, er darf eins machen, und zwar Ar-Ruqya. Das ist eine Lösung gegen Auge, ist die Ruqya. Genauso wie das gegen Sihr eine Lösung ist, ist es auch gegen Auge eine Ruqya. Und da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nichts Besseres für Auge oder Hunger. Also das heißt, wenn ein Skorpion jemanden gestochen hat, nichts Besseres gibt es für diese zwei Sachen als die Ruqya. Das heißt, am besten ist ein Ruqya zu machen gegen jemanden, der von Auge betroffen ist. Ja? Und Ruqya hat drei Stufen. Die beste Stufe, dass man sich selber Ruqya macht. Dann die nächste Stufe, dass jemand für ihn Ruqya macht, ohne dass er es verlangt. Und die dritte Stufe, dass er verlangt, Ruqya zu machen. Was auch erlaubt ist für jemanden, der von Auge betroffen ist, wenn er kennt, wer ihn getroffen hat mit Auge, dass er ihn bittet, dass er von seinem Wasser nimmt, wo er Wudu macht, ja, und dass er das dann auf sich gießt. Ja. Deswegen, man nimmt Wasser und befiehlt denjenigen, Wudu zu machen bei diesem Wasser und nimmt das, was rauskommt und tut das, sich damit waschen. Also wäscht sein Gesicht, wäscht seine Hand und auch sein Inneren und dann wird das gegossen auf denjenigen, der getroffen wurde von dem Auge.
Welche Frage sind wir jetzt? 187? So, 187, die Sünden sind zu unterteilen in Großsünden und Kleinsünden. Und 188, was sind, was tilgt die kleinen, oder was tilgt alle Sünden, ne? Was tilgt alle Sünden? Die werden die Missetaten. Die Missetaten, die kleinen Sünden. Die kleinen Sünden. Ja. Die werden durch Vermeiden von großen Sünden getilgt oder durch Machen von guten Taten. Beides sind Gründe, dass die Missetaten weggemacht werden. Ja? Und was Yawm al-Qiyamah angeht, die Bestrafung von Yawm al-Qiyamah, was das angeht, da gibt es 10 Gründe, die einen bewahren von der Bestrafung in Yawm al-Qiyamah. Der erste Grund und der wichtigste und der größte ist die Tauba. Der zweite Grund ist Istighfar, das heißt, um Vergebung zu bitten. Der dritte Grund sind die guten Taten, die die schlechten Taten löschen. Der vierte Grund, der Dua von den Gläubigen gegenüber einander. Der fünfte Grund, was man für den Toten von guten Taten macht. Natürlich das, was überliefert worden ist. Dann der sechste Grund, die Schafa'a vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der siebte Grund, das, was einen trifft, das tilgt sozusagen Sünde. Das heißt, Schicksalsschlag, was einen trifft, das tilgt für ihn die Sünde und macht von ihm die Bestrafung weg. Der achte Grund, was ihm im Grab passiert. Was ihm im Grab passiert. Der neunte Grund, was Yawm al-Qiyamah, bevor die Bestrafung und bevor die Belohnung kommt, was ihm Yawm al-Qiyamah passiert, von Schwitzen oder sonstige Sachen, ja, das könnte ihn sozusagen Sünden löschen. Und der zehnte Grund, die reine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Die reine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und sein Vergeben. Was sind die großen Sünden? Die Definition von großer Sünde ist jede Sünde, wie der Verfasser hier gesagt hat, jede Sünde, was ist die Definition vom Verfasser? Jede Sünde, die eine Bestrafung, wo eine Bestrafung erwähnt wurde, wie zum Beispiel das Fluchen, der dadurch verflucht wird, oder der eine angeordnete Strafe dafür bekommt in diesseits, oder ein Fluch, oder ein Zorn, oder die Tat weist darauf hin, dass es eine gewaltige Tat ist. Das sind alles sagen Anzeichen von großer Sünde. Anzeichen von großer Sünde. Und die zweite Sache, was wir daraus entnehmen, ist, dass die großen Sünden auch unterschiedlich sind. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, soll ich euch erzählen von den größten der Großsünden? Das heißt, die großen Sünden sind auch unterschiedlich untereinander. Und dann hatten wir 14 Merkmale von Großsünden, aber das kommt jetzt nicht in den Test vor. Dann die 190. Frage, was tilgt die großen und kleinen Sünden? Alles tilgt die Tauba, die aufrichtige Tauba. Und die aufrichtige Tauba hat 3 Bedingungen, wenn diese Sünde zwischen dir und Allah ist, und 4 Bedingungen, wenn es
zwischen dir und einem anderen Mensch ist. Und das ist bei der 191. Frage. Kommt diese Bedingungen? Die drei Bedingungen sind wichtig für den Test zu merken. Die allererste Bedingung ist, dass man mit der Sünde aufhört. Die zweite Bedingung, dass man das bereut und sich schlecht fühlt, dass man das gemacht hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und die dritte Bedingung, dass man vorhat, nicht mehr diese Sache zu machen. Und wenn es eine Sünde zwischen dir und einem Mensch ist, dass man ihn um Vergebung bittet. Das heißt, dass man mit ihm sein Recht zurückgibt. Mit ihm, dass er sein Recht zurückgibt. Wenn er von ihm was geklaut hat, dass er ihm zurückgibt. Wenn er ihn betrogen hat, dass er das korrigiert. Wenn er über ihn gesprochen hat, dass er ihm Verzeihung bittet und so weiter. Dann die 192. Frage, wann bricht die Tauba ab oder wann nutzt die Tauba nicht mehr? Die 192. Frage, ne? Ja. So. Natürlich, jeder Mensch ist seine letzte Chance, bevor er stirbt. Jeder Mensch kann so lange Tauba machen, bis ihn die Stunde des Todes kommt und die Seele aus dem Körper kommt. Wenn die Seele aus dem Körper kommt, selbst wenn er jetzt sprechen kann und so weiter, macht die Tauba, wird von ihm nicht mehr angenommen. Macht die Tauba, wird nicht von ihm angenommen. Der Grund, weil er jetzt das, was verborgen ist, er sieht das. Er sieht die Engel, wenn sie kommen, die stehen vor ihm, nehmen die Seele raus. Ja? Für ihn ist jetzt alles, was verborgen ist, klar geworden, sieht das. Und deswegen nutzt hier nicht mehr die Tauba und nutzt auch nicht der Glaube, weil es ist nicht ein Glaube an Verborgenes. Weil das Verborgene ist jetzt sichtbar geworden und so nutzt auch der Glaube nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns. Dass Allah subhanahu wa ta'ala alles von uns verborgen hat, damit er uns prüft, wer wirklich an das Verborgene glaubt. 193. Frage, wann nutzt die Taube nicht, wenn man sogar lebendig ist? Das heißt, ist noch nicht gestorben. Aber gibt es ein Limit, eine Zeit, wo die Taube nicht mehr nutzt, selbst wenn du lebendig bist, auf dieser Erde? Ja? Wann ist die Tauba auf dieser Erde für die Lebendigen nicht mehr nützlich? Oder nutzt ihnen nicht? Da hat uns Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wenn Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala kommen, von Yawm al-Qiyamah, bestimmte Zeichen, große Zeichen, wenn diese kommen, nutzt eine Seele nicht ihren Iman, wenn sie nicht vorher den Glauben hat. Und diejenige, die im Glaube ist, nutzt nicht ihre sozusagen Taube, wenn sie nicht etwas Gutes gemacht hat, dass sie das jetzt macht, nutzt ihr das nicht. Deswegen entnimmt man aus dieser Frage die Sonne, wenn sie von Westen kommt, das ist das Zeichen, was der Prophet Muhammad gesagt hat, dann nutzt nicht ein Glaube für einen Kafir, dass er in den Glaube kommt, dass er sagt, ich glaube jetzt an Allah subhanahu wa ta'ala, nutzt ihn nicht mehr. Und nutzt auch nicht die Bereuung oder die Tauba von einem Sündiger, der vorher nicht die Sünde verlassen hat. Dann die 194. Frage, was ist der Urteil von einem Muwahhid, das heißt einer, der La ilaha illallah sagt und daran glaubt und zu Leuten von La ilaha illallah gehört, zu den Leuten des Islams gehört. Ja, was ist der Urteil von so einer, wenn er stirbt und hat Großsünde? Hat Großsünde und beharrt auf diese Großsünde. Was ist der Urteil von ihm? Dann hat der Verfasser so eine lange Antwort gegeben und dann haben wir
Sachen aufgezählt, die sind sehr wichtig für den Test. Erste Sache, die Leute des Islams sind drei. Drei Arten von Leuten, die im Islam sind. Einmal die Vorausgeeilten, mit dem Guten vorausgeeilten sind. Das sind die Leute des Ihsans, die die Stufe des Ihsans erreicht haben. Und einmal die Gemäßigten, das sind die Leute, die die Stufe des Imans erreicht haben. Und einmal diejenigen, die sich selber Unrecht tun, die sich selber nicht gerecht sind. Und das sind die Leute, die in Stufe des Islams sind. Das heißt, die sind in den Islam reingekommen, aber haben nicht ihre Verpflichtungen, nicht die Verbote vermieden. Und diese Leute, die zu Leuten des Islams gehören, die nicht die Stufe des Imans erreicht haben, das heißt, sie sind in der ersten Stufe des Islams, die haben Sünden. Die nennt man Leute der Sünden. Die Leute der Sünden sind auch in drei zu unterteilen. Es gibt Leute, dessen guten Taten schwerwiegender sind als die schlechten Taten. Das heißt, die Taten werden gewogen. Die Taten werden gewogen. Die schlechten, wenn die guten Taten überwiegen, selbst wenn man große Sünde gemacht hat, dann gehört man zu den Erretteten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, wessen Waagschalen schwerer sind, der ist in einem friedvollen Leben. Dann gibt es die andere Abteilung, die zweite Art, wessen guten Taten gleich sind wie die schlechten Taten. Gleich wiegen. Ja? Und die nennt man Ahlul al-A'raf, die Leute von A'raf. Die bleiben auf einem Hügel und werden die Leute des Paradies ins Paradies reingelangen und werden die Leute des Höllenfeuers in den Höllenfeuer reingelangen und sie bleiben, verweilen. Ja? Aber verweilen, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erlaubt und dann betreten sie das Paradies. Ja? Das sind wer die Leute von Al-A'raf. Dann gibt es die dritte Abteilung, die Leute, dessen Waagschale von den Sünden schwerwiegender sind als die Waagschale von den guten Taten. Und sie sind der Strafe bedroht. Sie sind der Strafe bedroht. Das heißt, sie können ins Höllenfeuer kommen und sie bekommen auch die Schafa'a, wird ihnen erlaubt, dass Schafa'a gemacht wird mit ihnen. Und je nachdem, was Allah subhanahu wa ta'ala dann urteilt mit denen. Dann die 195. Frage. Die angeordneten Strafen sind die Kafara, also tilgen die Sünde. Das heißt, wird jemand, der hier auf dieser Erde zum Beispiel in Zeit des Propheten, sagen, wo jemand gepeitscht wurde oder wo die islamischen Bestrafungen angewandt worden sind, werden sie einen reinigen von der Bestrafung in Yawm al-Qiyama? Hier hat der Hadith des Propheten deutlich, wurde hier erwähnt, dass jemand, der hier seine Strafe bekommen hat, bekommt Yawm al-Qiyama nicht seine Strafe. Die 196. Frage und die letzte Frage, wie kann man das vereinbaren, dass derjenige, der sagen, seine Strafe nicht hier bekommen hat, das heißt, er hat Großsünde gemacht, die eine Strafe verdient haben in diesseits, aber wenn er das nicht bekommt auf dieser Erde, da hat der Prophet uns gesagt, seine Sache ist Allah überlassen. Wenn er will, bestraft er ihn. Und wenn er will, sozusagen, verzeiht er ihn. Wie ist das zu vereinbaren mit dem anderen Hadith, wo man sagt, wessen Waagschalen schwerer sind von guten Taten, der ist gerettet, und wessen Waagschalen von schlechten Taten schwerer sind, dann wird er bestraft. Dann haben wir hier auch ein Ergebnis, dass die Leute, die Sünden machen, haben wir diese drei Gruppen, also diejenigen, die schlechte Taten
guten Taten überwiegen, die sind gerettet. Die kommen nicht ins Höllenfeuer. Und wessen gute Taten und schlechte Taten gleich wiegen, die kommen auch nicht ins Höllenfeuer, werden nicht bestraft, sondern sie verweilen und dann gehen sie ins Paradies. Jetzt kommen wir zu der letzten Gruppe, wessen Waagschalen von schlechten Taten schwerwiegender sind als die guten Taten, die gehören zu denjenigen, die unter Wille von Allah sind. Unter Wille von Allah sind. Das heißt, wenn Allah will, werden sie in den Höllenfeuer kommen und werden sie bestraft. Wenn Allah nicht will, können sie auch zu den Geretteten gehören. Durch was? Entweder durch die Schafa'a, weil zu Arten von Schafa'a haben wir auch gelernt, zu Arten von Schafa'a vom Prophet Muhammad ist, dass er Schafa'a macht, also eine Fürsprache macht, für diejenigen, die ins Höllenfeuer gehen sollten, dass sie nicht ins Höllenfeuer gehen sollten. Wer könnte das sein? Jemand, dessen Waagschalen von schlechten Taten schwerwiegender sind als die guten Taten. Weil die anderen gehen sowieso nicht ins Höllenfeuer. Wer hat es verdient, ins Höllenfeuer zu gehen, wessen Waagschalen von schlechten Taten schwerwiegender sind als seine guten Taten? Der wird jetzt ins Höllenfeuer angeordnet, könnte ihn die Schafa'a vom Propheten retten. Oder könnte ihn die reine Barmherzigkeit von Allah retten, dass er das nicht will. Mit ihm. Ja? Und natürlich gibt es auch die anderen, die ins Höllenfeuer kommen und dann bestraft werden, je nachdem, was sie für schlechte Taten hatten, und kommen auch durch die Schafa'a raus. Das sind die Wiederholung für die für den Test. Inshallah, guckt ihr das euch sehr sorgfältig, habt ihr die Notizen und merkt euch inshallah diese Antworten. Und dann inshallah kommt demnächst ein Test. Subhanallah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.